Dass die Himberger auf ihr Waldbad besonders stolz sind, zeigt alleine das Jubiläumsfest, das zum Saisonschluss im Bad Groß aufgezogen wurde. Bürgermeister Ernst Wendel lud alle Badefans diesmal nicht zum Schwimmen und Sonnenbaden, sondern zum Feiern ein. Am vergangenen Samstag wurde im Himberger Freibad ordentlich gefeiert. 95 Jahre gibt's das Freibad nun schon. Was einmal als kleine Badegesellschaft angefangen hat, ist heute eine echte Wohlfühloase mitten in der Gemeinde. Vor 95 Jahren wurde das Bad in dieser Größe eröffnet. Das war ja ein großes Fest mit 1600 Besucherinnen und Besuchern. Das ist ja ein Wahnsinn. Da hat der Himberger auch sehr, sehr wenige Einwohner gehabt. Also da muss ja fast jeder hier im Bad gewesen sein. Und auch die Nirosterbecken. Vor 40 Jahren ist das Nirosterbecken mit den Kinderbecken und den Schwimmbecken in Betrieb gegangen, so wie es heute noch ist. Und wir haben dann Granderwasser eingeführt. Also es hat dann natürlich laufend Verbesserungen gegeben. Aber unser Bad hat eine sehr große Historie, die bis 1877 zurückgeht. Und dann war es ja privat geführt, dann hat es privat, war es dann nicht mehr möglich zu finanzieren. Und dann ist die Gemeinde praktisch 1901 hat dann die Gemeinde übernommen. Hier treffen sich jung und alt, um zu schwimmen, Sonne zu tanken oder einfach nur im Schatten der Bäume zu entspannen. Ich war mit meinen Kindern schon öfters hier, weil ich ja aus dem Nachbarort bin und ich freue mich einfach, dass der Bürgermeister hier, Ernst Wendel, einfach so viel Wert darauf legt, dass das Waldbad so dasteht, wie es heute dasteht und so eine lange Geschichte auch schon hat. Und es freut mich einfach, wenn es außerhalb der vielen Pools zu Hause einfach auch eine Möglichkeit gibt, sich mit anderen zu treffen, vor allem für die Kinder, glaube ich, ist es toll. In der Frühzeitung lesen, vom Oli Kaffee trinken, dann ins Wasser, später vielleicht noch ein oder zwei Bier trinken. Man muss sagen, es ist eine großartige Möglichkeit, sich im Sommer die Zeit zu vertreiben. Wir verkaufen ja mehrere hundert Saisonkarten im Jahr und viele Himbergerinnen und Himberger oder Fellnerinnen, Fellndorferinnen verbringen viel Zeit da. Ich habe selber auch viel Zeit in meiner Jugend hier verbracht und dementsprechend sind wir auch stolz drauf. Die Gemeinde steckt regelmäßig Geld in die Anlage. Zuletzt wurde die Solaranlage erneuert und demnächst gibt es sogar eine Photovoltaikanlage obendrauf. Zum Jubiläum wurde auch eine Fotoausstellung präsentiert, die zeigt, wie sich das Bad über die Jahre entwickelt hat. Ich kenne das Waldbad eigentlich fast ausschließlich so, wie es heute noch ist. Aber ich kenne natürlich auch die Fotos von den Archivaren, wie es früher ausgeschaut hat. Die Zeit, bevor es ein Nirosterbecken gegeben hat, die Zeit, wo noch Wasser aus dem kalten Gang entnommen worden ist, ist eigentlich ganz interessant. Das kann sich ja heute kein Mensch mehr vorstellen, aus verschiedensten Gründen, aus behördlichen Gründen und was weiß ich was alles. Darum ist es so lustig und so spannend, sich das anzuschauen, wie es gewesen ist früher und wie sich alles verändert hat. Unsere Kabinen wurden 1929, man muss ja denken, da war Weltwirtschaftskrise errichtet und heute noch vorbildlich renoviert, immer noch da, in der neuesten Version natürlich, aber erhalten. Also wir reißen nicht nur weg, sondern wir versuchen auch zu erhalten. Genau das ist unsere Geschichte im Archiv. Wir versuchen, die alten Sachen zu erhalten und das, glaube ich, schaffen wir heute nicht. Das Waldbad ist für die Himberger mehr als nur ein Schwimmbad. Es ist ein echtes Stück Lebensqualität und darauf ist die Gemeinde richtig stolz. Es ist ein Naherholungsgebiet, auch für Wien ist es ein Naherholungsgebiet. Wenn jemand in Zehnten wohnt, wo ein Haus nebeneinander steht oder da im Wald liegt und ein wunderschönes Boot hat, das ist natürlich schon ein Anziehungspunkt für die ganze Umgebung.